Der letzte Spieltag des Jahres begann mit einem Sieg der Senioren auf der Heimbahn. Bernd Meister und Gunter Döring gewannen ihre Punkte und nahmen den Gegnern noch 100 Holz ab. Auch Raimund Schönfeld und Bernd Pradatsch waren in ihren Duellen jeweils siegreich. Auch die Schlussstarter Holger Kahnt und Gerd Rübricht holten die Punkte und es wurde ein 8:0-Sieg für den Aufsteiger und keiner Senioren überwintert sensationell auf Platz 2 punktgleich mit dem Spitzenreiter in der Tabelle. Stark ersatzgeschwächt reist unsere zweite Mannschaft Samstagnachmittag nach Großgrimma, aber unterlag dort mit über 200 Holz den stark aufspielenden Gegner. Alle Spieler der Gastgebermannschaft spielten weit über 400 und so blieb nur die Rückreise nach Kaina ohne Punkte. Zum Abschluss des Spieltages empfing unsere erste Mannschaft auf der Heimbahn die Gäste aus Langendorf. Leider konnte die Mannschaft dem Druck, als Tabellenletzter unbedingt gewinnen zu wollen, zu keiner Zeit des Spieles standhalten. Das zeigte sich schon im Starterpaar. Mario Grimmer und Hendrik Kahn, die sehr nervös auftraten, ihre Punkte abgaben und 100 Holz zurücklagen. Trotzdem wurden alle Starter während des Spiels frenetisch von ihren Fans angefeuert. Holz, Holz, Holz! Und wieder ruft das Schnattertal. Seppel, Seppel, noch einmal! Oh, danke! Auch unsere Starter 3 und 4, Willi Dietzold und Jörg Meyer, mussten ihre Punkte den Gegnern überlassen. Auch die Schlussstarter Jörg Meuschke und Tom Ulrich konnten ihre Punkte nicht holen. Es fehlten 3 Holz und so verlor Fortuna Kaina 1 mit 0:8 Punkten zu Hause. Wir wünschen allen eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr und melden uns im neuen Jahr dann wieder.